160 Millionen Euro investiert die Deutsche Bahn in die Marschbahnstrecke. Die Bauarbeiten starten am 30. März und werden in den kommenden 3 Jahren immer wieder zu Einschränkungen führen. Sylt-Reisende und Pendler sollten beachten, dass vom 30. März bis zum 8. April 2019 die allermeisten Züge ab Westerland 30 Minuten früher als gewohnt abfahren und es zu einzelnen Zugausfällen kommt. Am 5., 6. und 7. April werden zwischen Niebel und Bredstedt bzw. Husum Ersatzbusse eingesetzt. Reisende sollten sich auf der Homepage der Deutschen Bahn über kurzfristige Fahrplanänderungen informieren. Dort ist auch der aktuelle Baustellenfahrplan zu finden.